Natürlich sind wir in der Mobilität ursprünglich eher mit Themen von Motoren, Bremsen und Lenkungen beschäftigt. Aber wie wir alle wissen, ist natürlich die Digitalisierung eins unserer Hauptthemen. Speziell die Bereiche automatisiertes Fahren, vernetztes Fahren bringen uns in ganz andere Bereiche, die wir in der Zukunft betrachten müssen. Zukünftige Systeme erlauben es halt dem Fahrer auch komplett die Verantwortung an das Fahrzeug zu übergeben. Und hier müssen wir uns entsprechend vorbereiten und auch diese Systeme sicher auf die Straße bringen. Die Komplexität dieser Sensoren und auch der ganzen Umgehungsdaten ist natürlich eins der Hauptprobleme. Einerseits müssen wir sicherstellen, dass die Fahrzeuge in ihrer Entwicklung sicher sind. Das heißt also von Anfang an, bereits lange vor der Typzulassung, schon hinsichtlich funktionaler Sicherheit und anderer Themen bewertet werden. Aber auch später im Feld letztendlich ihren Dienst vollziehen. Das heißt, wir sind hier involviert in die Absprachen mit Herstellern, mit entsprechenden Institutionen und auch politischen Instanzen, um von unserer Seite her Standards und entsprechende Richtlinien zu definieren. Cybersecurity ist natürlich für uns ein sehr neues Thema in der Mobilität, aber ein sehr wichtiges. Hier muss man letztendlich in kompletter Zusammenarbeit mit den Safety- und Security-Experten sehr früh anfangen, die Fahrzeuge gegen unberechtigten Datenzugriff oder auch Manipulation der Fahrfunktionen zu sichern. Und hier sind wir als TÜV Nord bereits sehr weit voran und können sehr gute Dienstleistungen unseren Kunden anbieten, um dieses Thema ganzheitlich als Sicherheitspaket zu bewerten. Die Thematik ist, denke ich, hier, wie ich sagte, die ganzheitliche Betrachtung. Ein Fahrzeug in sich zu betrachten, ist eine Sache. Eine Funkschnittstelle zu betrachten, ist auch eine Sache. Aber vom Fahrzeug, ich sag mal, vom Rad bis hin zum Backend-Server, die komplette Sicherheit zu gewährleisten, da kommt halt die übergreifende Safety- und Security-Betrachtung hinein. Und da können wir als TÜV Nord mit unseren Kollegen von der TÜV IT und auch anderen Kollegen, die sich um Funkschnittstellen kümmern, die gesamte Strecke, sage ich mal, eines Datenpunktes vom Anfang bis zum Ende bewerten und sicherheitstechnisch absichern. Ich denke, die Mobilität genauso wie Sicherheit sind eigentlich die grundmenschlichen und auch gesellschaftlichen Bedürfnisse. Und hier stehen wir als TÜV Nord schon seit jeher immer mit unserem Anspruch dabei, Fahrzeuge sicher auf die Straße zu bringen.